Willkommen in der dritten Woche von Der schöne Sport auf Radio 1. Wir befinden uns ja in der Osterwoche, steuern also ganz entspannt auf dieses Wochenende hin, aber mit Entspannung ist erstmal nichts. Ich denke mir, Montag ist kein Schontag. Wir knallen heute einfach schon mal unser schwerstes Workout raus. Wird richtig gut, keine Sorge. Wir arbeiten im Countdown-Workout. 5, 4, 3, 2, 1 Minute in unterschiedlichen Muskelgruppen. Es wird keine Pause geben. Also alles hintereinander weg. Am Ende bist du fertig und glücklich und bereit für Ostern. Du brauchst eine Matte und dann geht's auch schon los. Gut, wir starten direkt rein in unser kleines Aufwärmprogramm. Es wird verbunden mit einem Cardio-Block. Wir sind in den ersten 5 Minuten. Und ich erzähle einfach so ein bisschen weiter, damit du dich weiter schön drauf einstellen kannst, was wir vorhaben. 5 Minuten Cardio-Warm-up. 4 Minuten Bein-Arm-Arbeit. Dann machen wir uns 3 Minuten fit mit Bauch und Rücken. 2 Minuten Balance. Und am Ende gibt es 1 Minute Cool Down. Wir erhöhen das Tempo so ein bisschen und laufen am Ort. Wenn du noch nicht im Flow bist, kannst du gerne weiter marschieren am Ort. Und gut tief ein- und ausatmen ist immer eine gute Idee. Ja, wir haben noch einiges vor uns. Sauerstoff needed. Gut, nächste Übung wird schwerer, schwerer. High Knees, hoch die Knie, 90 Grad möglichst, geht auch gesteppt. Im Übrigen alles, was ich springe oder hin und her renne, geht auch ein bisschen moderater. Jeder in seinem eigenen Level, du bist dein eigener Coach. Gleich geschafft. Next, Jumping Jacks. Hampelmänner hat man bei mir früher gesagt. Geht auch ohne zu springen. Ja? Dann gehst du einfach in die Beuge und hoch. Beuge, hoch. Und hepp. Rhythmus bleibt der gleiche. Wir springen immer noch. Machen jetzt Split Jumps. Also ein Fuß vor, zurück und die Arme schwingen. Ich zerlege hier direkt mal gerade eins Wand. Versuch schön aufrecht zu sein, mit dem Oberkörper dich hochzuziehen, Arme schön mitschwingen. Ja, ich merke schon, das ist super. Und next, Twists. Falls es irgendwann nochmal was wird mit dem Skifahren, sollten wir vorbereitet sein. Schön weit in die Rotation gehen. Sehr brutal mit dem Mikrofon hier. Okay. Hops. Dabei versuch mal, den Oberkörper in der Mitte zu lassen und nur die Beine nach links und rechts in Bewegung zu bringen. Das ist der Moment, wo man sich brutal doll Musik wünscht, um die Schnappatmung zu übertönen. Okay, wir bleiben in den Sprüngen von links nach rechts, jetzt aber auf einem Bein. Schwingst immer mit. Schön rausspringen, soft landen, unbedingt das Knie schön beugen und weich abfangen. Check. Knee Lifts. Wir kommen wieder ein bisschen runter. Pumpe kann sich erholen. Versuch den Oberkörper schön aufrecht zu halten und den Oberschenkel, das Knie hochzuziehen zum Ellenbogen. Vorletzte Übung übrigens in unserem ersten
Minuten Block. Wenigstens geht's schnell. Und die letzte Übung sind Toe-Touches. Dabei versuchen wir einen schönen gestreckten Kick zu machen, also das Bein nach vorne hochschwingen und geh mal so weit wie möglich mit dem Oberkörper mit in die Rotation. Aktiviert noch die Rückenmuskulatur. Wir nehmen alles mit, was geht. So, dabei drehen ist übrigens auch total schön. Check! Block 2, 4 Minuten. Beine, Arme. Und wir starten mit einem Basic Squat. Kniebeuge, Becken weit nach hinten schieben und hoch. Gerne bis in den Beinstand. Wenn du es ein bisschen dosierter magst, bleib auf ganzem Fuß. Bisschen herausfordernder ist bis hoch in Beinstand, weil du für besondere Balance nochmal sorgen musst. Sehr schön. Nächste Übung. Position, Fußposition bleibt. Aus der halben Position tief tippen, zurück. Tief, halb. Tief, halb. Was ich mit den Armen hier gerade mache, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Du kannst auch beide Arme tief nehmen und hoch. Total wurscht. Ich mag den Wechsel. Okay. Jetzt geht's zu unserer ersten Armarbeit direkt auf den Boden. Check, check, check. Schaffen wir noch. Knie bitte auflegen, Hüfte gestreckt in die Position bringen und die Ellenbogen Richtung Oberkörper ranziehen. Wir machen Liegestütze und du solltest es im Trizeps spüren. Wenn du sagst, yo, was will die eigentlich von mir? Ich kann noch mehr. Kommst du auf die Füße, so wird es ein bisschen schwerer. Gut. Dann bleiben wir unten, machen Climbers. Auch wieder zwei Varianten. Hochnehmen das Bein so weit wie möglich Richtung Hand setzen, steppen, Wechsel, andere Seite. Ja? Schafft auch eine schöne Dehnung. Schwerer wird es, wenn du springst. Yay! Signal, untrügliches Zeichen, wieder hochzukommen. Beinarbeit, Front Lunges, immer im Wechsel. Dabei bleibt der Oberkörper über dem hinteren Oberschenkel. Und schön hochziehen den Oberkörper, aufrecht bleiben und atmen. Sehr gut. Geht wieder auf den Boden, Liegestützposition und es geht noch tiefer. Erstmal die leichtere Version, wieder auf dem Knie, Unterarm, Unterarm, raus, raus, hep, 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 hep. Vorzugsweise mal wechseln, hin und zurück, immer eine andere Seite und gerne ein bisschen schwerer auch auf den Fußspitzen aufgestellt. Yay! Check. Wahnsinn. Also, ich schwitze schon mal. Okay, Shuffle. Squat. Tief, Shuffle. Und beugen. Schön in der Beuge bleiben. Flughöhe nicht verlassen. Wir bleiben auf einem halben Squat. Und gehen noch tiefer. Lass den Rücken dabei schön lang. Okay. Und check. Letzte Aufgabe im 4-Minuten-Block. Nochmal eine Liegestütz-Variante. Liegestütz, rausstützen und hochziehen ein Arm. Liegestütz und hochziehen. Gerne auch auf den Füßen bleiben, dann wird es ein bisschen schwerer. Und wenn das alles zu wackelig ist, bleib gerne auf beiden Armen und mach einen ganz normalen Liegestütz. Gut. Oh ja, ich habe die Tröte überhört. Dritter Block. Bauch und Rücken. 3 Minuten geht's jetzt nochmal weiter. Arme, Beine
in der X-Position abheben und diagonal weiter erhöhen. Anheben. Okay. Den cheaten wir mal ein bisschen. Der ist ein bisschen kurzer, damit wir wieder reinkommen in den Übungsmodus Side Plank. Das wollte ich machen. Gut, dass hier mein Trainingsplan vor mir liegt. Beide Beine aufsetzen. Komm mal lieber vielleicht auf ein Knie, ist ein bisschen leichter. Vor und hoch. Tippen und hoch. Okay? Mit beiden Füßen aufgesetzt, gestreckte Knie, wird es ein bisschen schwerer. Okay. Wechsel andere Seite. Das geht flott heute. Ohne Pause ist super. Pause können wir noch den Rest der Woche machen. Und vor allem an dem langen Osterwochenende. Und jetzt Endspurt, komm! Sehr schön. Schräge Bauchmuskeln, check. Skydiver, falls du gewillt bist, mal einen Fallschirmsprung zu machen, ist das die ultimative Vorbereitungsübung. Arme, Beine lang rausstrecken und jetzt schön ranziehen, als würdest du halt springen. Und hoch. Also nicht nur springen, sondern vor allem fliegen. Check. Wow, sehr gut. Crunches, der Bauch ist am Start. Bei den Crunches bleiben immer die Schultern abgehoben vom Boden. Du kannst jetzt dir überlegen, entweder hier dieses kleine Stück hochzukommen oder ein Stückchen höher bis zu den Fußspitzen. Spannung immer halten, Schultern nicht auf den Boden bringen. Es gab ein Signal. Toe Touch, super. Russian Kicks. Letzte Aufgabe schon in dem Block. Ich freue mich. Ein Bein strecken, schön rausstützen und wechsel. Erstmal so gesteppt, dann sind wir im Flow. Wenn du sagst, da geht noch was, dann ruhig springen. Ja, ein bisschen Kakalinka hier. Zum fast Ende des Workouts. Sehr schön. Jetzt kommen wir wieder nach oben. 2 Minuten Balance-Training. Das wird jetzt nochmal eine Herausforderung, gerade weil wir so außer Atem sind. Ich bin guter Dinge, du schaffst das. Wir stehen auf einem Bein, Standbein leicht gebeugt und du ziehst dich bitte lang nach vorne in die Waagerechte und wieder hoch. Und lang und hoch. Und lang. Lass die Hüfte schön vorne, nicht aufdrehen. Okay. Und es gab schon das Signal zum Seitenwechsel. Standbein leicht beugen, halte diese Spannung und zieh nach vorne. Und hoch. Das nennt man aktive Erholung tatsächlich. Pumpe ist immer noch so ein bisschen am Start, aber fährt gerade runter. Und das, obwohl wir uns bewegen und nicht einfach nur Pause machen. Wechsel nochmal zur anderen Seite. Der Körper lernt so, sich schneller zu regenerieren. Wir ziehen jetzt nochmal in diese Position. Dann das Knie durchziehen nach vorne. Nach vorne aussetzen in die Lunge und zurück. Wir verlagern also nochmal das Gewicht. Das macht das Ganze ein bisschen schwerer. Und ziehen und hoch und wechseln. Andere Seite. Front Row, Standwaage, Lift, Lunge und durchschwingen. Ziehen. Und hochziehen, vor, verlagern. Nochmal. Yay. Sehr gut. 2 Minuten geschafft. Letzte Minute des Workouts ist ein Cooldown. Wir rollen uns mal schön nach unten ein. Aushängen, tippeln uns nach vorne. Walk out in die Liegestützposition.
Komm mal runter in die Bauchlage und zieh ein Bein nach hinten an, den Unterschenkel. Wechsel. Lass dabei die Hüfte schön auf dem Boden. Wir lösen, drücken uns mal raus in die Bogenspannung. Die kannst du dosieren bis hierhin oder gerne auch so hoch wie möglich. Rollen uns ein. Becken über die Knie bringen und wir schieben die Schulter so tief wie möglich in den Boden. Da gab es schon den Schlussapplaus. Wir sind fast fertig. 10 Sekunden Zugabe. Flipp nochmal die Füße, stell die Zehen auf und drück dich weit raus, die Fersen in den Boden drücken. Und wir tippeln mit den Händen an die Füße ran. Rollen uns nach oben auf. Atmen tief nach oben ein und sind verschwitzt und glücklich. Haben Sie mich geschafft. Du bist phänomenal. Das war dein Countdown-Workout. Schön, dass du so toll mitgemacht hast. Morgen sehen wir uns dann zu unserem Morgen-Workout. Wir gucken uns in den nächsten beiden Tagen mal an, was der Unterschied ist zwischen einem Morgentraining und einem Abendtraining. Da gibt es ja unterschiedliche Vorlieben und Philosophien. Kein richtig oder falsch, sondern einfach ein paar Unterschiede, die man auf dem Schirm haben sollte. Da gucken wir uns mal ein bisschen genauer das an und nicht nur gucken, wir arbeiten uns da durch. Also morgen ganz früh zum Frühsport, Morgentraining, und wie immer freue ich mich über deine Kommentare zum Training auf der Facebook-Seite von Radio 1 oder per Mail an schön@radio1.de. Mach dich locker heute, es war echt anstrengend, du hast super toll durchgehalten und ich freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist. Bis dahin, tschüss.